Leben. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite große Krabbe direkt neben dem Original zu bauen? Moneten! Ich habe seit einigen Jahren meine fleißigen Sklaven, die betreiben den Garten und schneiden den Rasen, auf dem 100 Schafe weiden und grasen und ich Leichen vergrabe. Scheiße, verraten! Die einzigen Fragen, die ich als Reicher noch habe: Wo kann man am besten neue Weinberge pachten? Und wo kriege ich meine eigenen Yachten? Und wo kriege ich meinen eigenen Hafen? Ich leiste mir gerade eine Weizenplantage in den Vereinigten Staaten für etwa 1 Milliarde. Du fragst mich: Wie kannst du die Scheiße bezahlen? Nun ja, ich bin reich und muss das Kleingeld verprassen. Spenden wäre gut, doch kann ich leider nicht machen. Wieso? Weil ich beschäftigt bin und keine Zeit dafür habe, aber zur Feier des Tages gibt es 1 Cent gratis beim Erwerb von Bier in meiner Einkaufspassage. Ich hab immer Cash, ich bin viel zu reich, nennt mich Mr. Krabs, denn trotzdem siegt der Geiz. Ich vertrag noch mehr, scheiß auf die dritte Welt, nennt mich Dagobert, denn ich schwimm im Geld. Ich will mein Geld nicht verlieren, ich muss Steuern hinterziehen. Da mich Frauen nicht mehr lieben, muss mein Reichtum sie verführen. Sollte ich noch Kinder kriegen, werde ich sie strikt erziehen. Sie dürfen mich niemals siezen, man muss mich als King betiteln. Ich kann Fremde integrieren, denn sie dürfen mich bedienen und Afrika Hilfe bieten. Ich schicke den Winterdienst hin. Ich will mir ein Team kreieren und in Chelsea investieren. Sie werden kein Spiel verlieren, denn ich kann den Schiri schmieren. Ich hab immer Cash, ich bin viel zu reich, nennt mich Mr. Krabs, denn trotzdem siegt der Geiz. Ich vertrag noch mehr, scheiß auf die dritte Welt, nennt mich Dagobert, denn ich schwimm im Geld. Ich hab immer Cash, ich bin viel zu reich, nennt mich Mr. Krabs, denn trotzdem siegt der Geiz. Ich vertrag noch mehr, scheiß auf die dritte Welt, nennt mich Dagobert, denn ich schwimm im Geld.